Wie viele Leute können wir reinnehmen pro Runde? Wie viel haben wir gesagt? 4 macht 10, aber können damit theoretisch auch mit 5, oder? Oh, 5 ist lustiger. Olli, hast du die, wer teilt, soll ich ein Scriblio aufmachen oder macht das einer von euch auf? Ich beim Oliver hat es vorher geklappt, bei mir, da hat er irgendwie gezickt. Also wenn du es machen könntest, Oliver, wäre ich dankbar. Oliver, machst du es oder soll ich einen aufmachen? Das könntest du machen, weil ich krieg sonst kriege ich so schnell die Begriffe nicht rüber. Ja. Ach, okay, ich kann es da auch ins Ding kopieren, in Chat, in Backstage. Ja, warte mal, genau. Ich kopiere jetzt mal hier. Moment, den muss ich jetzt mal anhalten. Die Karin fragt schon im Stream, wie komme ich nach StreamYard? Entweder im Programmpunkt oder ich poste das mal jetzt auch noch in den Chat. Genau, und dann könnt ihr mal die erste Runde, also im Patch stand die Katrin, Karin, Carsten. Ich, wobei ich ein bisschen unfair bin, weil ich die Begriffe kenne. Also gerne aus dem Stream auch noch ein, zwei andere mit dazu. Und dann würde ich mich auch auf die Regie beschränken. Da kommt die Karin. Hallo. Bin schon da. Servus. Er mischt ja eh noch andere dazu, glaube ich. Also das, wo man es mal probiert habt. Nee, wir spielen in einem Private Room. In einem Private Room kommt niemand dazu. Nee, nicht jemand, sondern Begriffe. Zufällige Begriffe. Das kommt darauf an, ob man das aktiviert oder nicht. Aber das könnte man machen. Dann mische ich einfach noch welche dazu. Dann müsst ihr damit leben, dass ich ein paar schon kenne. Okay, also wir sind live auf der Bühne. Wir haben die ersten Spieler. Falls jemand will, könnt ihr jetzt noch dazukommen. Der Laura wollte ich nur schreiben. Genau, der Laura Das heißt, kannst ich du kann eben. ihn, der Laura kann ich einfach den Link schicken, oder? Genau. Wie viele Runden, wie viele Sekunden? 90 haben wir eingestellt gehabt, gell? 90 Sekunden. Wir erklären die Regeln auch gleich noch. Super. 90 Sekunden, drei Runden. Das klingt gut. Da packen wir Kriegen wir dann das denn noch hin mit dem ein. Doppelloop? Mit welchem Doppelloop? Du Was meinst? meinst, was meinst? Du meinst mit 3 Runden, Ja, oder? drei. Also wenn man zu fünft spielt, das heißt ja dann, dass 5 mal 3, dass 15 Leute praktisch ein Ding stellen können. Also malet. Sollen wir erstmal Genau. zwei Runden machen, lieber? Machen wir erst mal 2. Ja. Okay. Ich nehme schon die halbe Stunde rum. So, okay, also jetzt passt auf. Wir haben jetzt drin als Mitspieler Carsten, die Karin und mich. Ich kopiere euch in den privaten Chat hier einen Link zu Scriblio. Das müsst ihr öffnen in einem Browser. Weiteres Browserfenster. Dort gebt ihr einen Namen an, am besten den ihr hier in StreamYard auch habt, weil dann können wir euch gut erkennen. Und dann müsstet ihr hier eigentlich bei den Players auftauchen. Also da könnt ihr euch die Sprache noch wählen und ein bisschen den Avatar, wie der aussieht. Und dann müssen wir mal schauen, bis Carsten und Karin hier auftauchen. Und solange kann ich schon mal ein bisschen oder will einer von euch die Regeln erklären, Ollis? Ja, kann ich machen. Ich habe gerade Probleme gehabt. Ich habe halt den Ton von dem anderen Fenster noch gehört. War total Ja, da muss man strange. Weil den Stream anhören. Ja. ja, genau. Moment, Und ihr. der kommt halt immer zeitversetzt so eine Minute fast. Ne? Und dann hörst du dich nochmal selber. Naja. Ja, also die Player rechts da, den wird nachher also abwechselnd wird den Wort zugeteilt, was die anderen dann raten müssen. Also man muss es zeichnen. Die anderen können dann rechts in so einem Textfenster das eingeben und oben, das muss man auch gleich nochmal sich genau angucken, steht das Wort und wie viel Buchstaben das Wort hat.
Und wenn das Wort nicht geraten ist, sehen die anderen, was für Wörter, ne, das läuft dann im Textchat durch. Und wenn es geraten wird, dann kriegt diese Person Punkte und wird dann an den nächsten weitergereicht. Das ist es, glaube ich, so. Und auf der Tonspur, also man darf wahrscheinlich ähnlich so wie bei Tabu oder so eigentlich nichts sagen, ne, sondern nur zeichnen. Genau, man darf nichts sagen und man darf auch beim Zeichnen nichts schreiben. Also man, naja, genau. Ich habe es vorhin mit meinen Kindern gespielt, die haben natürlich sofort was draufgeschrieben. Ne? So, und jetzt sind wir auch vollständig. Die Katrin ist noch da. Grüß dich, Katrin. Hast du gerade noch dem folgen können, der Anleitung, der Erklärung, wie es funktioniert? Hast du, genau. Und siehst du im privaten Chat auch den Scriblio-Link? Nee, okay, warte, da muss ich den nochmal rein, dann siehst du den Chat nicht. Der Oliver Fleisch. Oliver, spielst du auch mit? So, also ich habe ihn nochmal reingepostet, schnell, Katrin. Das müsstest du in einem Browser aufmachen, dann tauchst du hier in unsere Spielerlobby auf. Nein, ich spiele nicht mit. Ich wollte das nochmal ausholen, ob es jetzt auch wirklich geht. Aber jetzt fehlt uns der, Moment mal, Karin. Wo ist denn der Carsten hingegangen? Karin, Katrin. Bad ist Katrin oder Bad ist Carsten? Hört ihr mich eigentlich? Ja. Ja, wir hören dich. Weil ich habe für eine halbe Minute Videoverzug. Was? Ich muss kürzen. Guck mal, ich hebe jetzt den Arm. Aber du musst in dem Fenster gucken, in StreamYard und nicht in einem leeren OS-Fenster. Das ist ja, das genau, ist ja lag. Wir sind nur hier in StreamYard. In Venueless kannst du den Live-Player anhalten. Okay. Entweder auf Pause. Ja, klappt. Wunderbar. Genau, weil sonst bist du da bist du fast eine Minute hinterher. Das kann gut sein. Ja, genau. Wenn ich am Bord, Carsten, funktioniert es? Du startest das Spiel, oder? Das kann ich nicht starten, oder? Also, wenn ich jetzt im privaten Stream... Nee, genau, ich starte das jetzt gleich. Ja. Genau, jetzt machen wir nur noch mal einen Check. Also, ich bin dabei. Karin ist als Karin. Ja. Bad ist wer? Bin ich. Bad ist Carsten. Okay, Carsten, du bist ein bisschen leise, finde ich. Okay. Ja. Du warst gerade schon mal lauter oder das ist ein anderes Mikrofon. Und Katrin ist Katrin, das ist einfach. So, also ich werde jetzt das Spiel gleich starten und dann bekommt der anfängt, das bin wahrscheinlich ich, 3 Begriffe zur Auswahl. Ich muss die malen, ihr müsst die raten. Und das schauen wir uns auch gleich an, aber die Zeit läuft direkt los. Runde 1 und ihr müsstet jetzt dann den Chat sehen hier links, so, wo man was reintippen kann. Katrin fängt an. Katrin, man kann nur tippen. Genau, man kann da nur tippen. Okay. Oben seht ihr die Zeit, 87 Sekunden. Wir sind in der ersten von 2 Runden und Katrin ist schon am Malen. Ja, super. Am besten ihr macht das bei euch. Ich besser hören, hoffe ich, ja. Ja, super. Also wenn ihr es wisst, reinschreiben in den Chat, nicht, also nicht in den Chat, in den Scriblio-Chat. Nichts sagen. Ja. Nichts sagen jetzt, nichts sagen. Und ich und Oliver wissen auch nicht die Wörter gerade. Da müsst ihr eigentlich mitspielen, nicht ich. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Ist es ein Wort oder ist es mehrere Worte? Oben sieht man das, wie viel, genau. Ah, da oben sehe ich ja, genau. Oben, wo das R steht, genau. Je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr Buchstaben werden da angezeigt. Simon, du teilst dein Screen gerade, gell? Ich teile den Screen, dass es die Leute halt im ich hab's. Livestream sehen. Aber, genau, aber du hast es. Die anderen können noch raten, weil die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Ah, okay. Genau. Wenn du es hast, sehen die anderen aber auch, gell? Nee. Nee, ihr seht's nicht. Weil du ja dein teilst, dein Chat, da steht's ja drin, wenn du es hast. Nee, weil da steht aber nur Karen guessed the word. Genau. Ja, aber wenn das Team uns errate, hätte das hier alle sehen. Dann wäre es fies. Deswegen dürfe ich eigentlich nicht mitspielen. Ah. Oder der, wo teilt. Barcamp! Hey. Das ist ja ganz klar, ein Sessionplan und viele Leute. Logisch. Schön gemalt auch. Ja, ja, mhm. Muss sagen. So, wer ist Bad? Bad ist choosing a word. Los geht's, das ist ja lange Wörter. Wo sehe ich denn die Wörter? Oben, die Striche. Jetzt ist es wirklich zweiteilig. Ja. Simon, du musst den Enno aber noch fragen, was das für ein Synthi war.
Da ja. konnte ich leider nicht lesen. Das Ding ist noch, echt ein cooles Gerät, aber wahrscheinlich nicht billig. Vermutlich nicht. Gut ist immer nicht billig. Ah, jetzt geht's. Nee, genau. Kann ich meiner Frau mal aufschwatzen. Nee, andersrum. Nächster Geburtstag kommt bestimmt. Marienkäfer. Ach, Mist. Kann auch löschen. Und da gibt es auch so einen Radierer. Ja, das ist versteckt. Ich auf den Mülleimer, ich fange ganz an. Ah, shit. Nicht schlecht. Wir haben es vorhin auf dem iPad gespielt, also zwei iPads, das ist ein bisschen einfacher. Sagen, aber mit der Maus ist es natürlich richtig Challenge. Mhm. Wenn schon, dann schon. Ach du Schande. Nein, das darf ich auch nicht sagen, aber sowas. Die Rote Armee. Also schreiben darf ich nicht, gell? Okay. Nächster Sprint, Sketchnoting-Lernpfad. Das mache ich mit Frank. Ich habe sogar einen Stift, aber okay, halt mal. Frank muss nur noch Heinz überreden, aber dann machen wir Sketchnoting. Das war's also nicht mal eine Creative Commons. Er hat schon gute Ideen dazu gehabt, die es nicht machen können. Okay. CC schreiben, wir geht nicht. Ich ne? dran. Das habe ich ja schon angefangen, habt ihr ja gesehen. Ja, aber. Stimmt. Alright. Jetzt gehe ich mal aufs Telefon drauf. Wenn ihr Teil vom Wort richtig habt, seht ihr das auch oben. Da werden die Buchstaben eingeblendet an der richtigen Position. Ist das so oder zeigt er nicht einfach irgendwelche Buchstaben? Das habe ich noch nicht so. Nee. Vorher hat der Simon irgendwas eingegeben gehabt, wo Camps R und C, also vom Barcamp, richtig waren. Okay, ja, dann ist das so. Ich glaube, jetzt nicht mehr sagen können. Ich glaube, es ist nach der Zeit, ne? Man kriegt mit der Zeit, kriegt man... Ah, oder nach der Zeit. Das kann natürlich auch sein, Simon, ja. Ist ja cool. Aber was ist denn das? Kriegst du halt, ich kaufe einen Konsonanten. Stimmt. Aber nur für Bitcoins. Schneemann. Das gibt's doch nicht. Wie macht man's? Aber Simon hat natürlich seinen. Ja, ich dachte, ich hätte vielleicht einen Vorteil, aber ich. Lern-OS-Schwerpunkt wieder die Messlatte recht hoch. Nein, das tickt hier schon. Nur noch 3 Sekunden. E-Profile. Oh, wow. Das war nicht so schlecht, oder? Nee, aber. Jetzt sehen wir gleich, was du auswählst, Simon. Oh. Was fällst du aus? Achso, ich. Stimmt, du kannst ja überspringen. Ihr müsst weggucken. Kann ich mich überspringen? Nee, ne? Das geht nicht. Nee, du kannst höchstens jetzt einer. Naja. Ich bin rausgekickt worden. Ja, wahrscheinlich hatte ich auch noch gesperrt, genau. Wir sind nur zu zweit. Weil ich nichts ausgewählt habe. Jetzt seid ihr aber auch draußen, oder? Nee, wir sind zu zweit noch. Ja. Katrin und ich. Kannst du nicht wieder reingehen? Aber warte mal. Ach so, über den Link, ne? Moment. Über den Link, ja. Jetzt bin ich Assistent, ja, das bin ich wieder. Ja, genau. Ach, seid ihr auch rausgeflogen? Oh, ich wurde gewählt. Einfach nochmal Play. Das geht. Ich zeichne jetzt einfach weiter. Ah, ja, jo, geht. Ich spiele drin. Cool, ja. Oh, das geht. Kann jemand malen? Brainwash. Genau. Aber die Katrin zeichnet nicht nur mit der Maus. Die hat ein Pad, oder? Ja, ich hatte Maus. Maus. Das mit der Maus? Wow. Also seht Leute, es geht. Ich habe ein Jahr lang nichts anderes gemacht. Okay. Stimmt, früher war Photoshop ja auch mit der Maus. Ne? Zeit läuft, 5 Sekunden. Ja, hätte man schon besser darstellen können. Da hatte ich jetzt einen Vorteil. Oh, nein. Set. Fand ich aber gut. Wow. Ja, das war super. Genau, das ist... Wir haben noch einen AFK in Stream dazu gekriegt. Ich weiß nicht, wer ist das?
Wer? Nachdem wir. Ich bin Descent, Descent, also ist das Zelt. Und genau, wer ist der? Ich bin dran. Wie gesagt. Warum geht's nicht? Achso. Moment. Das ist ja fast wie bei vor. Drei Wörter, da sind die scheiß Wörter ausgewählt. Also echt, dreiteilig ist halt auch echt. Das ist nur schon ganz die Sätzerate. Genau. Ich könnte ja mal spicken, aber das ist nicht gut. Genau, irgendwie. Doch, mach mal. Lano ist die Spitze, irgendwie sowas. Ha. Oh, wow. Selbst mit Spicken ist es nicht einfach. Ah ja, das Ding hat's. Ja, genau, er hat's erraten. Genau, ihr seht doch nicht, sobald ich es abgesendet habe im Chat, seht ihr es nicht mehr in meinem Screen. Richtig, ich hab's gesehen. Oh, wow. Mit Inbox und 2-Minuten-Regel, sehr cool. Also jetzt, aber ich hätte es besser können müssen eigentlich, ne, nachdem ich den Lernpfad gemacht habe. So, Olli und Konsorten, wollt ihr mitspielen? Dann spielen wir mal einmal mit normalen Wörtern, nicht mit Lernwörtern. Ja, genau. Ja. Dann machen wir. So, bleiben wir bei 2 Runden. Deutsch. Moment. Warum kann ich das Spiel jetzt nicht starten? Ach so, weil ich nicht mehr der Owner bin. Ich bin gekickt und wieder rein und bin jetzt ein Anonymer. Ich glaube, ich müsste nochmal. Wir müssten einmal nochmal. Ich glaube, ich kann irgendwie auf Start Game machen. Bist du der Owner geworden davon? Es scheint so. Ah, ja, Kevin hat die Krone auf. Ich habe die Krone auf einmal auf. Das ist ja cool. Aber okay, ist gut. Achso, der Link. Ja. Ein Moment. Rotating Leadership ist das. Gesteuert über. Die gleiche Wörter wieder, oder? Gesteuert über künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt die deutsche Wörter von Scriblio, also keine LernOS-Wörter mehr. Ach du Herre, ich bin sogar dran. Mist. Ja, dann mach schnell. Du musst gerade eins ausgewählt haben, oder? Ne, ich habe gepennt. Deswegen. Was hast du? Ein Tent? Gepennt. 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 Ruhrseil. Das sehe ich nicht mit anders im Chat. Achso, weil er schreibt. Ah. Falsch voll. Geschrieben. Was so ein kleines Ding ausmacht. Ja, ich glaube, ich hab's. Ja, aber das war jetzt auch ein bisschen blöd von mir. Ha? Falsch geschrieben. Achso, da können die anderen auch noch. Ja, genau, die können das. Oh, ja, so kann man versteckte Tipps geben. Bis die Zeit abgelaufen ist halt. Ne? Und ich glaube, je später man es rät, desto weniger Punkte kriegt man. Oder der erste so, ja, genau. Ja, so scheint das zu funktionieren. Bang, so ist das. Katrin. Ist durch. Wahnsinn. Alright. Oh, ich muss. Ach du Scheiße. Du musst. Okay, ich nehme was Einfaches. Donut. Ach so. Hund, Katze, Maus geht nicht. Ja, Katrin ist flink. Ja, nah dran, Tent. Kann ich noch was hinmalen? Ich könnte noch sowas malen hier. Sehr verstanden. 9-8 Sekunden bis zum Start. Ah. Start ist ein gutes Stichwort. Es ist auf Deutsch, ne? Tent, die Worte. Ach so. Katrin zuckt uns an. The word was Ziel. Ich gehe dann wieder beim Zeichnen, gehe ich dann unter mit irgendwelchen komplizierten Wörtern. Tent. Gleicht sich alles aus. So, wer wählt? Tent. Ah, okay. Ich hab ja. Zelt.
2, 8. Ihr könnt auch mit dem Daumen hoch, Daumen runter hier den Malern signalisieren, ob es gut oder schlecht war. Hey, der hat noch gar nichts gemalt. Eben. Ja. Dazu noch die Zeit hat. Du hast noch Google-Vorlage. Noch mal schreibt Vorlage. Der bei mir nicht. Ich kann nicht schreiben. Hast du noch eine Zeichnung? Stift kaputt? Falsche Stiftfarbe genau, vielleicht? Die Stiftfarbe unten mal gucken. Oder du bist auch im Radiergummi, das kann auch sein. Weiß auf weiß. Weißer Adler. Ah ja, jetzt schauen wir, ob das geht. Das geht auch, okay. Also. Ach so, okay. Das war... Okay. Malst du schon oder testest du noch? Weißer Adler auf weißem Grund. Wenn ich frisch anfange, will ich einfach auf den Mülleimer drängen. Oh. Das ist abstrakte Kunst. Also, würde eine gute Idee. Also, versuch's nochmal. Ja, schon besser. Vielleicht. Also, das ist. Zeit tickt. Jawohl. Nee, andersrum. Andreas vom Pfeil erschossen. Anführer! Ja, wie wäre das denn? Führen. Das ist auch schwer zu zeichnen, selbst wenn du. Ja, das stimmt. Oh, haben wir schon ein neues? Da war einer schnell. Katrin schnell. Ja, das. Da konnte ich mich entscheiden. Achso, dann vielleicht schon mehr weiter. Mhm. Play. Ja, vielleicht doch nicht so. Oh! Wer ist ein Elevator? Elevator Pitch. Oh, das ist so. Mann! Falsch geschrieben. Ja, nee, ist es ja auch nicht, Olli. Nee. Lernos Lernpfad Rechtschreibung für Einsteiger. So lange Pfade. Noch nicht. Zahnbürste. Hey, wie komme ich auf Zahnpasta? Eieiei. Hat doch 1000 Punkte schon. Heftig. Nur durchs Raten. Katrin wurde aus dem Spiel entfernt. Oh. Ja, genau. Der Master hat das. Sorry. Es war einfach so gut gezeichnet. Ja. Oh. Ich hab's. Echt? Hey, Olli. Ich hoffe, ich kriege auch Sonderpunkte für gutes Zeichnen. Warum hört sie denn jetzt auf? Ich rausklobe. Ich darf ja nicht schreiben. Darf ich jetzt noch schreiben, damit der Letzte es auch... Ah, hier der Blitzmarker. Round 2. Genau. Elevator. Okay, hier kommt. Mal Werbung eingeblendet hier. Du musst den Edge-Browser nehmen, der filtert das raus. Das ist sogar Edge. Oder habe ich wieder alles freigeschaltet, weil wieder irgendwas nicht ging? Gut. Elevator, los. Ja, ist eindeutig. Nee. Hä? Ja. Kirin fällt noch. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. StreamYard. Sieht man doch an den Augen, das ist ein Gestorbener. Ist eigentlich dein Nickname Olli Evingo? Ist das ein ehemaliges Login-Kürzel oder wo kommt er her? Warte mal, ich muss mich konzentrieren. Ach, du malst, sorry. Ja, mal ja. Stimmt. Keine Ahnung, wie man das malt. Ablenkungsmanöver hier. Mit allen
Nee, muss man auf. Anders. Gewichte. Keine Ahnung. Ich habe das falsche Wort ausgesucht. Leopardenmantel. Atom? Ah, Moment. Aha. Wenn wir jetzt wieder bei den Lernos begriffen wären. Dann wär's was? Das ist. Ja. Circle mit zwei Leuten zu viel. Moment. Aber sowas kommt doch nicht. Fisch. Oh Mann. Was macht der Hase dann damit? Das war zu lang, aber. Ja, bald habt es. Bald habt es. Ein bisschen Ansporn, ne? Stonehenge ist auch. Hase in der Kuchenform. Oh Mann. Das war aber schlecht von mir. Ich hab vorhin. Aber ihr habt. Das ist aber echt schwierig, ne? Ja. Ja, das ist halt schon fortgeschritten. Da hätte ich ja eher nur Proton zeichnen können. Ja, genau. Stimmt, viel einfacher. Ja. Fantastisch. Yeah. Es ging zu schnell, um noch den Daumen hoch zu nehmen. Ja, der war gut. Hai und Kuckuck. Oh shit. Zu viel Buchstaben für Joint. Das hier ist Quatsch. Krebs. Molly. Dafür steht das. Die Zigarette. Freiheit ist auch cool. Hier meine war doch früher Marlboro, ne? Freiheit, genau, ja. Oh. Zwei. Ja, ist auch nicht so toll, aber. Ach, jetzt noch den Guide muss ich auch noch fertig machen. Rauchen. Hatte ich das nicht vorher schon gesehen? Rauch stand da, ja. Rauch stand Rauch, da. Aber rauchen nicht. Oh, ja. Pizza. Oh. Kuchen. Ha. Top. Nice. Obwohl, das ist irreführend. Das ist ja eher ein Mammutkuchen oder ein Emmentaler. Oder Zupf. Russischer Zupfkuchen. Ja, genau. Mit den Bröckchen da drin. Aber egal. Geraten ist es. Ja. Sehr gut. Aber mit dem Käse, stimmt, mit dem Käse passt. Ja, das war aber schon ein bisschen irreführend. Also könnte man nie als Strategie auslegen. Einfach um die anderen abzuhängen, genau. Bettpfanne. Ah, oh, schade. Das ist alles Schuld meiner Maus, also. Warum kann ich jetzt nicht mehr malen? Das geht mir gerade nur. Ach so. Jetzt muss man, aber. Also, ich finde. Top. Boah. Voll schön. Oh ja. Das ist wichtig. Yeah. Aber ich weiß, warum der ausgestorben ist. Der hatte
Zwei Beine zu wenig. Na, das sollten hier hinten die Beine sein. Eigentlich immer das, ja stimmt, sieht aus wie der Schwanz. Ach so. Sieht man den hinterm Schwanz. Ja, immer versuchen, diesen zwei kleinen Beinchen auf Futtersuche zu gehen. Ist nicht vorwärts. Ich bin ja irgendwie immer noch hier. Soll ich noch mal eine Runde? Zwei? Wenn du noch... Runden. Eine würde ich noch spielen, ja. Ja, ja, eine und dann call it a day. So, ich muss jetzt mal, Moment... Wie kann ich denn abschätzen, wann ich drankomme? Weil dann würde ich nämlich für die Zeit mal dann mein Dings hier aus dem Stream nehmen, dass ihr nicht seht, was ich auswähle. Weiß man nicht, das, ne? Kann man nicht sagen, oder? Doch, ist das die Reihenfolge, die man links sieht? Nee, ich glaube nicht. Also gerade war es mal anders. Hm. Hört ihr mich überhaupt noch oder hört ihr mich gut? Nee, nicht gut. Ja. Gut. Wow. Ist nicht da. Ah. Hm. Oh, das ist bestimmt einfach Mist. Hm. Blockade. Ah, okay. Ah, genau, das ist... Ja, das war ein bisschen... Nee, das war gut gezeichnet. Ich hätte wahrscheinlich eine Trommel, dann hätten wir wahrscheinlich das auch noch... voll gut gezeichnet. Ich stand voll auf der Leitung. Hast du jetzt ein Lineal gekauft? So mit der Maus am Lineal lang. Ja, genau. Erinnert dich an die alten Zeiten mit dem Handscanner, Simon. Kennst du die noch? Ja. Ja, ja. Handscanner, genau. Wahnsinn. Jetzt lass mich mal zeigen. Hey, Moment mal, jetzt ist das weg. Was ist da los? Das hast du wieder alles radiert, Olli. Ja, ich hab. Oh Mann, ey. Jetzt. Das muss ja sehr akkurat sein. Ah, okay. Pissoir. Waschbecken, okay, und jetzt? Idee. Völlig hier. Oh. Also viel mehr. Das. Wie schreibt man das denn richtig? Ich hätte gerne das Ding. Waschbärbecken. Waschbärbecken. Ich finde es echt blöd mit der Schreiberei. Ich komme auch ohne Rechtschreibkorrektur nicht mehr klar. Nee, ich würde auch sagen. Früher war Mutter mal einfacher. Da kann man es noch reinrufen. Korkenzieher. Ah. Satinstation, aber wie heißt das Ding? Space Shuttle. Was ist denn? Was macht die blaue Mandarine da unten? Das ist die Erde. Aber die Frage ist, was die heißt. Ja, wahrscheinlich. Oder der Stern, der Zerstörerstern. Ah, echt? Geht das? Alles geschrieben. Dafür war wahrscheinlich. Ich hab's gerade. Wahrscheinlich zu groß. Man hätte es ja richtig schreiben können. Ja, genau. Würde helfen. Wollen wir einfach entfernen? Stockelflur, das war die Affenstockelflur. Oh, wow. Oh, Stiefel.
Und was war's? Bisschen lang vielleicht, aber. Yo! Aber die Transferleistung hinzukriegen, immer eigentlich nur Wörter zu schreiben, die die Anzahl von Buchstaben haben, das kriege ich nicht hin. Ja. Das dauert viel zu lange, bis man das gezählt hat, finde ich. Ja, ja, genau. Aber das ist doch wirklich, also das müsste doch eigentlich gehen. Der neue ist Lernfahrt Montagsmaler. Ich schreibe. Das ist ein schönes. Ja. Ist close. Noch die Frage, wem der, wer dem den Rechtschreibbogen holen. Ja, eben genau. Ist zu anstrengend, richtigen Buchstaben zu wählen. Eine 11, glaube ich. Was, ein 11? Alligator, vielleicht, ja. Nach dem Anlauf habe ich es dann auch richtig geschrieben. Lässt sich da einer helfen? Ich bin mir auch an, ich habe da so Flößen gehört. Genau, genau irgendeiner Flößen. Guck mal, da habe ich einfach ein L zu viel. Ich hatte auch Hund zur Wahl und dann dachte ich mir, ich kann Alligator eher zeichnen. Für Tiere. Oh ja, weiter geht's. Alpaka. Was Kaninchen? Wie viele Buchstaben haben wir denn eigentlich? 4, 5, 9. Ha. Ja. Die kleinen Details, die es ausmachen. Ja, genau. Die bunten. Die Osterhasenköttel haben es verraten. Das ist nicht das Nikolausi, das ist das Osterhasen. So. Ich weiß noch mal. Wir können dann am Mack mal mitspielen eigentlich. Ich glaube 12. 12. Gelesen, ja. Ja. Wir müssen ja für November auch wieder ein paar Spiele uns ausdenken. Ja, das ist immer ganz gut. Ich gucke immer ganz gern mal so Twitch und diese Twitch-Communities, da kommt man immer auf gute Ideen, was man so spielen kann. Die machen auch viel so Zeug. Kennt ihr Gartic Phone? Das ist die Stille Post, oder? Ja. Das hat die Susan vorgeschlagen. Das war nur vor 2 Tagen erst, dann konnte man es uns nicht mehr anschauen. Ja? Ist das cool? Ja, das kann man auch mit vielen Menschen gut spielen. Cool. Und wie funktioniert das zu flüstern? Ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, mir das anzuschauen. Jetzt gerade mal gucken, ob ich das noch errate. Ah. Stimmt, wollte ich nur ablenken. Genau. Ich glaube. Ah, jetzt doch. Genau, also man kann es in unterschiedlichen Modi spielen, also entweder also klassisch mit Text schreiben und dann Bild dazu malen und dann wieder Text schreiben und so weiter, aber kann es auch in anderen Modis packen. Na cool. Und das Schöne ist, es gibt auch so einen Party-Modus für viele Leute und das habe ich mal in einem Meetup mit, ich glaube, wir waren über 15 dann gespielt. Wie heißt das? Gartic Phone, ich pack's mal gleich. Vielleicht in den großen Chat. Ja, genau, in den Bühnenchat. Müssen wir mal, ich lege mal eine Wiki-Seite an, irgendwie, da kann man die mal draufsammeln, so diese ganzen Spiele. Wir haben auch letzten Monat nicht mehr so viel, aber irgendwie alles durchgespielt, was es an so Online-Escape-Games gab. Da waren auch gute dabei. Mhm. Ja, oder auch so alte. Wo wir gerade über den Handscanner geredet haben, alte Adventures oder so, das wo die Grafik eigentlich sekundär war und wo der Inhalt. Cool.
immer schön, was kleine Details dann doch ausmachen. Ja, wow, cool. Ach, schön. Oh. Oh. Da gab's eine Lücke. Ich habe die Sage, der Oliver kommt gar nicht drauf, was es ist. Zeigen wir. Bäm. Oh, Mist. Aufs Falsche gedrückt. Nee, ich hab das. Oh nicht. Gott! Das ist lang. Mhm. Ist ja doof, weil da oben steht. Hund. Hund. Vote kick the current player if they're misbehaving. Mhm. Also dann kannst du, wenn einer Blödsinn macht, kannst du den sozusagen rausschmeißen. Links der Knopf. Vote kick the current player if they're misbehaving. Wenn du was willst, ah. Ah, oh ja, das kann sein, ja. Nein. Ja, ich doch, vorhin gar nicht, das ich habe vorhin gar nicht meinen Screenshare gesehen. Ich dachte, ihr habt es alle gelesen. Das rechts ist doof, das muss man, glaube ich, nicht berücksichtigen. Da ist einer. Ah, was gibt's denn? Du hättest groß schreiben müssen. Nee, das macht nichts aus. Aktivität. Ich kann auch klein schreiben. Radioaktivität. Radioactive. Is closed. Huch, ah, ja. Auch nicht schlecht. Sehr gut gemalt, ja, muss ich schon mal super. Sagen. Ich muss mal weg. Das Geflüster hilft übrigens. Steht da oben ja schon, Depp. Ah! Traumfänger. Oh Gott, ja. Ach, Himmel, Herrgott. Oh Gott. Ist ja auch schon spät. Genau. Boah. Tod ist auch gut. Auf Englisch hätte es die richtige Buchstabenanzahl. Death.
Sturz. Na dann. So. Damit Simon abgeräumt. Ja, ja. Das, genau, damit können wir beruhigt. Damit können wir beruhigt ins Bett gehen. Ja, ich denke, das muss ich jetzt auch, sonst komme ich morgen nicht raus. Sonst schimpft der Karl-Heinz morgen, weil wir so lange rauchen. Ich muss er das alleine machen, genau. Kann das Bett einklingen. Ach, alright. Ja. Schön, schön. Danke euch. Schön. Schöne super. Idee. Schön, dass du dabei warst. Ja. Wer war und der Elevator eigentlich? Wer war was? Der Elevator. Der das war ich, der Carsten. Carsten Stauch. Der Carsten, okay. Genau. Ja, so eine Sammelseite, Simon, das würde ich meine. Ja, lege ich mal an und schicke einen Link rum. Genau, dass man so ein bisschen mal gucken kann. So Games drauf sammeln. Ja. Okay, dann. Alright. Gute Nacht. Angenehme Nacht. Guten Abend. Ciao. Tschüss.